Miriam Pielhau ist Fernsehmoderatorin und hat jetzt einen Roman geschrieben, erschienen im Dumont Buchverlag mit dem Titel Radiergummitage. Und worum es genau in diesem Buch geht, das hat sie uns bei einem Besuch hier bei uns im Sender selbst erzählt. Annika Sesterhin hat sie getroffen. Radiergummitage, ganz frisch erschienen, das neue Buch von Miriam Pielhau. Es ist ja nicht das erste Buch, es ist ja das zweite Buch, aber der erste Roman. So ist es. Wie fühlt sich das an? Es ist irre. Das ist tatsächlich so ein kleines bisschen auch wie ein Kind auf die Welt zu bringen, wie ein Baby. Nur war ich 3 Jahre schwanger. Das war eine sehr, sehr lange Schwangerschaft, wenn man so will. Also 3 Jahre lang dran gearbeitet. Genau. Wie stolz ist man dann, wenn man es in der Hand hält? Oh, das ist, also als der Verlag mir meine kleine Kiste mit Freiexemplaren geschickt hat und ich die aufgemacht habe und dann zum ersten Mal dieses Buch in den Händen hielt, da hatte ich Gänsehaut. Nicht, weil man sich selbst so toll findet, aber weil das dann das greifbare Ergebnis von viel, 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 viel Arbeit und viel Mühe ist. Von außen sieht dieses Buch wunderschön aus. Danke. Wie ist es denn von innen? Worum geht's denn? Letztlich kann man es in einem Satz zusammenfassen. Meine Hauptfigur Maya Pauli, 34, auf dem Weg 35 zu werden, ist Schauspielerin am Braunschweiger Stadttheater und nimmt diesen 35. Geburtstag zum Anlass, innezuhalten. Zu gucken, was ist aus meinen Träumen geworden? Und begibt sich damit auf eine Reise zu sich selbst und auf die Suche nach dem Glück. Das klingt gut. Nun, Maya Pauli heißt die Protagonistin, hat ja deine Initialien, Miriam Pielhau. Wie viel Miriam Pielhau steckt drin in der Protagonistin? Also, wir haben definitiv gemeinsam, dass ich den 35. Geburtstag auch blöd fand, so wie sie. Und ansonsten ist sie aber tatsächlich eine total eigenständige Person. Aber ihre Missionen, die sie sich gibt, also die Aufgaben für ihr 35. Lebensjahr, damit dieses Lebensjahr irgendwie ein bisschen spektakulärer wird, die habe ich alle ausprobiert. Darum geht es ein bisschen in dem Roman. Ne? Sie gibt sich selbst Aufgaben Tag für Tag oder wie ist das? Im Prinzip Monat für Monat kann man sagen. Wobei da das Besondere ist, dass sie nach der 3. Aufgabe, die sie erledigt hat, die 4. ohne Absender, also anonym, im Briefkasten findet. Oh. Das heißt, da mischt sich jemand in ihren Plan ein. Und natürlich wird sich erst ganz am Ende auflösen, wer da die Finger mit im Spiel hatte. Okay, also auch ein bisschen spannend. Nun heißt es Radiergummitage. Was sind denn Radiergummitage, bitteschön? Radiergummitage sind Tage, wo man einfach nicht der gute Mensch war oder der schöne, höfliche Mensch, der man sonst so gerne wäre. Wo man nicht dem Bild entsprochen hat, was wir sonst gerne von uns zeichnen. Ne? Und ich glaube, diese Tage kennt jeder. Und über dieses Nachdenken, warum man so doof war, habe ich festgestellt, dass es eigentlich immer die Radiergummitage waren, die mich als Mensch weitergebracht haben. Und weil Maya sich in diesem Jahr auf den Weg zum Reiferwerden, also dem schönen Teil des Reiferwerdens, befindet, habe ich gedacht, ist das auch ein schöner Titel, Radiergummitage. Finde ich auch. Nun war ja das erste Buch sozusagen ein Erfahrungsbericht, ne, über deine Krebserkrankung. Und jetzt das zweite ist fiktiv, ein Roman. Können wir jetzt davon ausgehen, dass bald dein zweiter Roman kommt? Hast du sozusagen Blut geleckt? Ja, das ist Stichwort Träume. Wäre das ein Traum, der sich für mich erfüllen würde, wenn ich weiter als Autorin arbeiten dürfte? Annika Sesterhin hat mit Miriam Pielhau über ihren Roman Radiergummitage gesprochen. Der ist gerade im Dumont Buchverlag erschienen, bekommen Sie überall im Handel oder jetzt hier bei mir, denn ich möchte Ihnen gerne ein paar Exemplare schenken. Wenn Sie mich anrufen unter Berlin 914 25 914.